Feuilleton, Knast gegen das Vergessen, eine Hommage an Justitia. Ob der tiefgläubige John Demjanjuk, der am 17. März 2012 einsam im bayerischen Pflegeheim zu Bad Feilenbach starb, bis zuletzt für seine Häscher Amtsrichter Thomas Walter aus Wangen, Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz und Richter Ralf Alt, München, sowie Nebenklägervertreter Cornelius Nestler, Köln, betete, sie könnten es, vor ihrem hohen Richter stehend, brauchen. Ivan Mikolajewitsch, später John Demjanjuk, 1920 in einem ukrainischen Kaff geboren, ging 4 Jahre zur Schule, arbeitete als Traktorist in einer Kolchose, wurde 1940 zur Roten Armee gezogen und geriet 1942 bei Kertsch in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nüchterne Fakten, hinter denen sich unsägliches Elend verbirgt. Gehört Ivan doch zu den Unglücklichen, die Stalin 1932-33 mit dem Holodomor, dem Hungerholocaust, überzog und dem allein in der Ukraine Abermillionen Bauern zum Opfer fielen, sowie zu den fast 3 Millionen Rotarmisten, die an der Westgrenze zum Angriffskrieg aufgestellt bis zum Frühjahr 1942 in deutsche Gefangenschaft gerieten. Den Zwangskollektivierungshunger überlebte er, 13-jährig, indem er sich von Rinde, Zweigen, Ratten und Mäusen ernährte. Die Gefangenschaft, indem er sich, so die Variante seiner amerikanischen, israelischen und deutschen Verfolger, zum Hilfswilligen rekrutieren und den Travniki von der SS zum Wachmann ausbilden ließ. Unstreitig, dass Demjanjuk im Mai 1945 in Landshut als Displaced Person erfasst wurde, sich mit Gelegenheitsarbeit durchschlug, 1947 in Regensburg die Ukrainerin Vera heiratete, 1950 in Ulm seine Tochter Lydia zur Welt kam. 1952 reiste er mit seiner Familie in die USA aus, ward 1958 deren Staatsbürger, mutierte vom Ivan zum John, zeugte weitere 2 Kinder, Irene und John Junior. Bis zu seiner Pensionierung schaffte er als Mechaniker bei Ford. Er warb in Seven Hills, Ohio, Häuschen mit Garten, besuchte die ukrainisch-orthodoxe St. Wladimir-Kirche, hielt den Rasen kurz, spielte mit den Enkeln und schraubte an den Autos der Nachbarn. Vom halb verhungerten Kolchosnik, im totgeweihten Rotarmisten zu bescheidenem Wohlstand und Sicherheit, ein amerikanischer Traum, bis er auf der Täterliste des sowjetörigen Kommunisten Michael Hanusiak, der in New York die Ukrainian Daily News herausgab, erschien. Nur zu eifrig nahm der INS, die Einwanderungsbehörde des US-Justizministeriums, Ermittlungen auf. Ohne Ergebnis. Niemand konnte sich Ivan Demjanjuks aus Sobibor erinnern oder ihn erkennen. Nichts anderes steht im Abschlussbericht A8237417 vom 19.12.1976. Ende gut, alles gut? Mitnichten. Der New Yorker INS-Chef schickte Demjanjuks Akte an israelische Spezialermittler, die sein Foto KZ-Überlebenden vorlegen. Gleichwohl die Ablichtung aus dem Jahre 1951 stammt, Demjanjuk zivil gekleidet und wohlgenährt zeigt, identifizieren ihn mehrere ehemalige als Ivan den Schrecklichen, keinen geringeren als die Gaskammerkanaille von Treblinka, der so viel Ekelporno muss sein, Frauen, mir nichts, dir nichts, die Brüste abschnitt. Schwangere Frauen mit Stichwunden in den Bäuchen, Frauen mit Föten, die halb heraushingen, junge Mädchen mit Stichwunden mit ausgedrückten Augen. So Zeuge Pinchas Epstein unter Eid. Obwohl der Spezialermittler des Justizministeriums George Parker zu dem Ergebnis kam, wir haben wenige verwertbare Beweise, dass der Beschuldigte in Sobibor war und ernste Zweifel, dass er in Treblinka war, verlor Demjanjuk 1981 seine US-Staatsbürgerschaft, wird an Israel ausgeliefert und dort am 25. Februar 1987 vor Gericht gezerrt. Ein neuer Eichmann musste her, koste es, was es wolle, live in Radio und Fernsehen. Gerichtsbesucher, wenn sie nicht gerade hui in Ohnmacht fielen, skandierten von der koscheren Leber weg. Schluss mit dem Prozess, an den Galgen mit ihm. 3 Richter ereilte der Herzinfarkt. Auch dank Aussagen wie die des ehrenwerten Eliyahu Rosenberg vom 25. Februar 1987. Ein Jahr lang war er mit dem Apokalyptischen in der Gaskammer zugange. Tag für Tag, Seite an Seite, Auge in Auge. Von Richter Levin gebeten, Demjanjuk zu identifizieren,
lässt er diesem die Brille abnehmen. Ich will seine Augen sehen. Demjanjuk, unbebrillt, streckt Rosenberg die Hand entgegen, lächelt und sagt auf Hebräisch Shalom. Rosenberg schlägt die Hand weg und brüllt, du Mörder, wie kannst du es wagen, mir die Hand zu reichen? Nachdem Rosenbergs Frau Aina im Zuschauerraum, ups, aus ihrer Ohnmacht erwachte, fasst der Richter beherzt nach und Rosenberg bezeugt, das ist Ivan, ich sage das ohne Zögern, ich habe nicht den leisesten Zweifel. Dieser Mann, der in diesem Moment vor mir steht, das ist Ivan aus der Gaskammer von Treblinka. Ich habe seine Augen gesehen, seine mörderischen Augen. Dabei musste dem Rosenberg doch glatt entgangen sein, dass er am 20. Dezember 1945 eigenhändig einen Bericht verfasste, auf dessen Seite 66 es heißt, wir verließen die Baracke und griffen die Ukrainer an, die uns bewachten. Danach stürmten wir den Maschinenraum, in dem Ivan schlief. Gustav, der als erster bei ihm war, schlug ihn mit einem Spaten auf den Kopf. Ivan blieb liegen, für immer. Erst mit dem Spaten erschlagen und dann im Gerichtssaal erkannt. Die amerikanische, israelische und deutsche Verfolgermeute ließ die Ungeheuerlichkeit dieser Lüge auf Leben und Tod unbeeindruckt. Demjanjuk anzuklagen wurde für uns alle zur Obsession. So US-Ermittler Parker. Allein dieser Besessenheit ist es geschuldet, dass man Demjanjuk am 25. April 1988 in Israel zum Tode verurteilte. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass das 400-seitige Schandurteil schwülstig in heiliger Ehrfurcht und im vollen Bewusstsein der schweren Verantwortung gefällt wurde. Dagegen legte der am Strang geweihte Berufung ein, die Archive der zerfallenden Sowjetunion wurden zugänglich und ergaben schlagend, dass es sich bei Ivan dem Schrecklichen um Ivan Marchenko und nicht Demjanjuk handelte. Eine Tatsache, die der amerikanischen Auslieferungsbehörde wohl bekannt war, aber zurückgehalten wurde. Am 29. Juli sprach das oberste Gericht Israels Demjanjuk auch in Anbetracht möglicher Taten als Wachmann in Sobibor frei. 2 Monate später, nach 7,5 Jahren Haft, davon 5 in der Todeszelle, kam Demjanjuk auf freien Fuß, ward, noch immer in Handschellen, mit einem 380.000 Dollar Haftentschädigungsscheck in einem El Al Jumbo gesetzt und, von jüdischen Mitreisenden bespuckt, in die Staaten ausgeflogen. Bereits im Vorjahr hatte er seine US-Staatsbürgerschaft zurückgehalten. Genug gelitten? Mehr als die Kreatur je ertragen kann? Mitnichten, angesichts einer ins Wahnhafte gesteigerten Verfolgungsorgie. Wenn schon nicht Ivan der Schreckliche von Treblinka, dann wenigstens der Gaskammertreiber von Sobibor. In der Not frisst der Teufel Fliegen. Teuflisch, dass die USA Demjanjuk 2004 erneut die Staatsbürgerschaft entzogen. Des Teufels Amtsrichter Thomas Walter vom Spiegel als Querdenker und Spiritus Reactor des Verfahrens geherzt, der, anstatt seine Pension zu vernaschen, sich der Ludwigsburger Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltung zur Aufklärung nationalsozialistischer Verbrechen als Ermittler andiente und dem Demjanjuks Ausbürgerungsentscheidung unterkam. Ich habe alles stehen und liegen lassen, das Haus im Allgäu, meine 4 Kinder, alles. Verständlich. Ein größerer als Demjanjuk kommt nicht nach, lusterte sich Walter in der Schwäbischen Zeitung auf. Eine größere Rechtsbeugung auch nicht, sei's drum. Vom Dorfrichter Adam zum Nazijäger von Weltgeltung. Eingang ins Geschichtsbuch inklusive. Was sind dagegen, schon Rechtsgrundsätze wie ne bis in idem? Nicht zweimal wegen desselben. Verbot der Doppelbestrafung. In dubio pro reo? Im Zweifel zugunsten die Unschuldsvermutung. Ohne Tat kein Täter? Befehlsnotstand? Verhältnismäßigkeit? Prozessfähigkeit? Keinen pfifferlichen Wert für mein Gott Walter angetreten, um, so Spiegel 1811, mit dem vorherrschenden Mythos, man brauchte für die Einleitung von Ermittlungen wegen Beteiligung am Mord zwingend und in jeder historischen Situation den Nachweis einer unmittelbaren Tötungshandlung aufzuräumen, um damit Spiegel 2011 in manches von der Gewohnheit umnebelte Juristenhirn wieder Klarheit zu bringen. Wenn Wahn die Massen ergreift, wird er zur materiellen Gewalt. Zumal, wenn er einem Cocktail aus US-Hörigkeit, Israel-Liebedienerei, selbstzerstörischem Demuts- und Dauerschuldskomplex sowie vorauseilendem Gehorsam bis zur Selbst- und Rechtsaufgabe geschuldet ist. Und so wurde der erneut Staatenlose am 12. Mai 2009 per Lazarettmaschine an Deutschland überstellt, in die Krankenstation einer bayerischen Justizvollzugsanstalt eingeliefert
und am 13. Juli 2009 von Staatsanwalt Hans-Joachim Lutz vor dem Landgericht München II angeklagt. Am 12. Mai 2011 verurteilt der Richter Ralf Alt den 91-jährigen, bettlägerigen, von einem unsäglichen Schicksal gezeichneten, nach 93 Verhandlungstagen auf den Tag genau 2 Jahre nach seiner Auslieferung, nach insgesamt fast 11 Jahren in Haft, wegen Beihilfe zum Mord an mindestens 28.060 Menschen, begangen vor 68 Jahren im Lager Sobibor von März bis September 1943, zu 5 Jahren Freiheitsentzug. Nebensächlichkeiten wie die, dass es zwischen dem 21. Juli und dem 14. September 1943 keinerlei Transport nach Sobibor gab, spielten im Urteil keine Rolle. Gleich gar nicht das Zeugnis des Herschel Zuckermann: In unserer Kirche kochten wir das Essen für Lager Nummer 3 und ukrainische Wärter pflegten das Geschirr zu holen. Einmal steckte ich eine Notiz in jiddischer Sprache in einen Knödel. Bruder, lass mich wissen, was ihr tut. Die Antwort steckte im Boden des Topfes. Du hättest nicht fragen dürfen. Menschen werden vergast und wir müssen sie begraben. Bestatter sind keine Mörder. In einem Rechtsstaat dem Janjuks Freispruch erster Klasse. Erste Klasse, die Behandlung der jüdischen Nebenkläger, über die Heinrich Wefing, Prozessbeobachter von Die Zeit, berichtet. Es ist fast wie bei einem Klassentreffen. Man trifft lauter Menschen, die über die Monate, auf Steuerzahlerkosten bleibt zu vermuten, Bekannte geworden sind, man begrüßt sich, tauscht Neuigkeiten aus, auf Deutsch, Englisch und Holländisch wird angeregt durcheinander geplaudert. Einmal, so Wefing weiter, habe ich eine Gruppe von ihnen in ihrem Hotel besucht. Viele der Nebenkläger hatten sich im Hotel Europa einquartiert. Gelächter hing über dem Tisch, eine gelöste Heiterkeit, als sei dies eine ganz gewöhnliche Reisegruppe. Dieselben Männer und Frauen, die am Morgen unter Tränen ausgesagt hatten, standen nun beieinander, sie scherzten und schwatzten. Klar, dass sie sich über ihren Nebenklägervertreter Nestler artig für die überwältigende Erfahrung bedanken, die ihnen die deutsche Justiz bescherte. Gern geschehen. Schließlich ward diese Farce allein zu ihrer Erbauung inszeniert. Dass keiner der ausgelassenen Nebenkläger-Touris je in Sobibor war und somit kein Sterbenswörtchen zu Person oder Tat des Angeklagten aussagen konnte, tat nichts zur Sache. Denn, so Spiegel 2011, ihre Gesichter waren gezeichnet von einem Leben, das den Wunsch nach Gerechtigkeit nicht erfüllt hatte. Und manche haben, nach dem Verlust von Angehörigen, der 70 Jahre zurückliegt, jahrzehntelang keine deutschen Produkte mehr gekauft oder flogen nicht mit der Lufthansa. Sie ertrugen es nicht, Beethovens 9. unter Furtwängler anzuhören oder eine Wagner-Oper. Nun aber, eine ältere Dame war, nicht umsonst gelitten, John, im Museum gewesen und hatte die Oper besucht. Eine andere will wiederkommen und vielleicht an Folgeprozessen teilnehmen, wenn die 100-Jährigen dran sind. Die Durcheinanderplauderer haben ihre innere Freiheit wiedergefunden. Nun können sie mit der Vergangenheit abschließen. Dem Janjuk aber ins gnadenlose Räderwerk amerikanischer, sowjetischer, israelischer und deutscher Interessen geraten und zermalmt, Staaten und heimatlos, für immer von Familie, Haus und Hof getrennt, konnte weder innere noch äußere Freiheit finden. Die Vergangenheit und ihre Knechte folterten ihn bis zum letzten Atemzug. Und das ist auch gut so, meint Spiegel-Redakteurin Gisela Friedrichsen, 1512. Noch mehr Opferschutz? Im Strafverfahren drehte sich früher alles um den Täter und die Schuld. Seit einigen Jahren stehen häufig die Opfer und ihre Angehörigen im Mittelpunkt. Im Fall dem Janjuk war das die jüdische Klassentreffen-Reisegruppe gelöster Heiterkeit. Dann aber reißt Friedrichsen Justitia die Augenbinde runter und schlägt ihr die Waage um die Ohren. Im Münchner dem Janjuk-Prozess, so befriedend er für die Hinterbliebenen gewesen sein mag, ging es nicht um einen konkreten Tatnachweis, sondern letztlich darum, entsprechend dem Wunsch der Opfer, dem Vergessen des Holocaust entgegenzuwirken und den Weg zu bereiten für weitere Anklagen dieser Art. Auf welchem übersinnlichen Weg die Opfer dem Gericht diesen Wunsch mitteilten, lässt Friedrichsen offen, daran, dass John dem Janjuk wegen des Erinnerungskults einer pseudoreligiösen Überhöhung über die Klinge springen musste. Keinen Zweifel. Bleibt abzuwarten, welcher Halbtote als nächster vorm Richtertisch aufgebahrt wird, wenn sich die Klasse erneut treffen und die ältere Dame Museum und Oper besuchen möchte. Ob der Moribunde eine Straftat beging, ist dabei ohne Belang. Schließlich